Hallo, hier ist wieder euer Pflanzencoach. Und in diesem letzten Video aus meinem Studio hier möchte ich euch gerne einmal den Drachenbaum vorstellen. Also bleibt auch dran, denn es wird sicherlich spannend, wenn wir uns nun gemeinsam einmal diese interessanten Pflanzen, die eigentlich gar keine Bäume sind, näher ansehen dürfen. Euer Pflanzencoach. Und so könnte eure Palmenlandschaft zu Hause dann aussehen und den ganzen Raum in ein schön tropisches Ambiente verwandeln, um damit auch direkt einmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, nämlich den Drachenbaum, der in dieser schönen Gestalt hier daherkommt, wie ihr ihn sehen könnt. Nämlich prinzipiell palmenförmig, auch wenn es botanisch gesehen sich um ein Spargelgewächs handelt. Ursprünglich betrachtet stammt der Drachenbaum aus den Tropen Asiens und Mittelamerikas, also unter anderem hier in Äquatornähe im Regenwald. In Tropen Asiens sowie auch in Afrika. Der klassische Drachenbaum Drachea Draco stammt beispielsweise von den Kanarischen Inseln, die wir hier sehen können. Der Drachenbaum gehört zu den beliebtesten Zimmerpflanzen, da er äußerst anspruchslos und robust ist, sowie sehr wunderbare Luftreinigungsfähigkeiten hat, die jeden Raum erfrischen und von, sagen wir mal, Staub befreien können. Die Gattung der Drachenbäume, also der Drachea, umfasst mehr als 50 verschiedene Arten insgesamt, von denen wir hier nur eine kleine Auswahl betrachten können, auch gerne noch einmal aus der Nähe. Auch beim Gießen macht es uns diese Pflanze relativ leicht, denn da sollte man nur darauf achten, dass sie stets feucht, aber niemals ausgetrocknet ist. Wenn man so eine kleine Pflanze hat mit Topf, kann man diesen auch einfach unter Wasser halten und warten, bis keine Luftblasen mehr an die Oberfläche steigen. Dann hat die Pflanze die optimale Feuchtigkeit und das lässt man dann am besten noch etwas abtropfen und kann das dann eben in einem Untersetzer auf der Fensterbank zum Beispiel oder an seinem Standort platzieren. Und muss man keine Sorgen haben, dass die Pflanze austrocknet. Überdies darf man auch noch die Blätter gerne ab und zu etwas mit Wasser besprühen. Am besten mit kalkarmem Wasser. Das ist gut, da die Pflanze auch eine höhere Luftfeuchtigkeit bevorzugt. Die Düngung der Drachenpflanze darf von März bis Oktober erfolgen. Da einmal wöchentlich und im Winter dann bestenfalls nur einmal im Monat. Umgetopft werden kann der Drachenbaum dann circa nach 2 bis 3 Jahren in eine Erde, die substanzstabil ist, also die sich mit Wasser vollsaugen und das auch wieder abgeben kann und einen pH-Wert von 5,5 bis 6 aufweist, sodass die Pflanzen eben die optimalen Bedingungen haben. Hier können einige Zentimeter mehr gewählt werden als der Durchmesser des ursprünglichen Topfes, damit euer Drachenbaum auch so viel Platz hat, wie er braucht, um schön groß zu werden. Ergänzend zu hier noch meiner Bergpalme, die ihr ja auch schon in einem anderen Video gesehen habt, sehen wir hier eben die verschiedenen Drachenbäume. Einmal in ihrer Gesamtheit eben zusammen mit dem Aquarium und meinem Tiki. Der Standort für die Drachenbäume sollte hell und warm gewählt werden. Jedoch mögen die Drachenbäume keine direkte Sonneneinstrahlung. Dadurch können die Blätter beispielsweise auch etwas gelblich erscheinen und das ist eben ein Zeichen dafür, dass die Pflanze zu viel Sonnenlicht erhält. Aber auf die verschiedenen Zeichen, die einem die Pflanze geben kann, dass sie sich eventuell nicht so wohl fühlt, gehe ich auch nochmal im Laufe dieses Videos ein. Im Sommer kann man den Drachenbaum durchaus auch draußen halten, dann allerdings am besten eher halbschattig und mit einer leichten Eingewöhnungszeit an die Sonneneinstrahlung. Man kann auch, damit die Blätter nicht auf einer Seite sich zu sehr verfärben, das Ganze auch immer etwas drehen, sodass wir eben rundherum Sonneneinstrahlung haben und nicht eben nur vermehrt auf einer Seite.
Den Drachenbaum gibt es eben in verschiedenen Arten. Wie beispielsweise, was wir hier sehen, ist der Trachea marginata, der so daherkommt und diese spitzigen Blätter aufweist. Es handelt sich bei allen diesen Exemplaren hier um Trachea marginata, auch wenn sie auf den ersten Blick unterschiedlich aussehen. Und die können eben schön hoch wachsen und palmenartig euch erfreuen. Die Schädlinge, die euren Drachenbaum befallen können, sind unter anderem Spinnmilben, die sich darin äußern, dass man kleine helle Flecken auf seinen Blättern findet, die keine Reflexion von Wassertropfen sind, sondern eben winzige Milben. Und dazu kommen auch noch kleine faserige Gespinste, die fast wie Spinnenweben aussehen. Und da ist man damit gut beraten, diese einfach abzuwischen von seinen Blättern, Blättern des Drachenbaumes. Neben den Spinnmilben sind auch Schildläuse, ein Schädling, den die Drachenbäume in seltenen Fällen haben können. Und die äußern sich durch kleine braune Knubbeln in den sogenannten Blattachseln. Also hier quasi, wo die Blätter sich entspringen. Aber da haben wir hier wohl dieses Mal Glück. Und alles ist frei von Schädlingen. Das hier sind, denke ich mal, einfach nur reguläre Anhaftungen von Staub. Und man kann generell gerne bei seinem Drachenbaum auch einmal regelmäßig die Blätter eben abwischen und besprühen, damit sie von Staub frei bleiben und auch von Schädlingen. Wenn die Spitzen etwas braun werden, so wie man das hier auch zum Teil sieht, ist das zwar schade, aber auch kein Grund zur völligen Panik, denn in diesem einen Fall hier hat die Pflanze vermutlich nur etwas viel Wasser erhalten oder, was bei mir jetzt wahrscheinlicher ist, da sie sich doch sehr nah an der Heizung befinden, dass die trockene Heizungsluft zum Teil den Blättern hier nicht ganz so gut getan hat, wohingegen der große Drachenbaum hier doch relativ gut wächst. Dass die Pflanzen die unteren Blätter dann irgendwann hängen lassen und abwerfen, das hingegen ist völlig normal und kein Grund zur Beunruhigung. Hier können wir auch nochmal sehen, wie es aussieht, wo die Blätter herausspringen, entspringen. Und ich würde sagen, damit kann ich mich auch schon wieder für dieses Video ein letztes Mal aus dieser Kulisse von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ich kann auch nochmal darauf eingehen, dass eben hier mein Raum des Studios nun anderweitig genutzt werden sollte und ich deswegen das Feld erstmal räumen werde. Was allerdings nicht heißt, dass ich in Zukunft keine Pflanzenvideos mehr für euch produziere, sondern lediglich, dass diese schöne Kulisse hier in Zukunft vermutlich räumlich sich dann woanders ansiedeln wird. Dass für euch in Zukunft eben die Pflanzenvideos von wieder einem anderen interessanten, schönen Standort entstehen. Wir hatten ja jetzt einigen Spaß hier gemeinsam, während wir die verschiedenen Samen und Pflanzen uns angesehen haben. Und ich hoffe doch für die Zukunft, dass wir weiterhin auch an unserem neuen Standort viel Vergnügen haben werden. Und hier sehen wir eben noch einmal, ein letztes Mal, die Ausstattung, wie wir sie kennen. Ich darf auch das Geheimnis an dieser Stelle lüften für euch. Das hier ist gar kein echtes Aquarium, sondern ein Bildschirm. Vielleicht hat der ein oder andere Fuchs das auch schon selbst herausgefunden. Aber wie gesagt, muss alles einmal ein Ende finden und so auch eben hier mein Studio an diesem Ort. Und auch in Zukunft hoffe ich natürlich sehr auf schöne Videos in schöner Kulisse für euch. Damit wir alle Spaß haben und etwas lernen können über die interessanten Pflanzen wie den Drachenbaum. Und um das nicht zu verpassen, solltest du auch nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Klingeling. Dass du kein weiteres Video verpasst. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in unbekannter Kulisse in der Zukunft wieder. Euer Pflanzencoach.